Three Drunk Men. Und damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Versuch zu Let's Play Vanish. Und was der Versuch ist, das seht ihr jetzt. Ja, hallo, erstmal von meiner Seite. Ich bin der Typ, der euch seit nunmehr anderthalb Jahren voll labert. Heute das erste Mal mit Facecam. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich dieses Video hier nie ausstrahlen werde. Es kommt darauf an, wie das läuft. Ich habe das schon mal probiert, da hat es dann gar nicht geklappt. Irgendwie, da war die Datei zu groß, ich konnte es nicht gescheit rendern und so weiter. Ich hoffe, es funktioniert und genau aus diesem Grund, weil ich es versuche, heute mache ich das auch hier bei diesem Spiel hier. Vanish, sagt euch vielleicht was. Ist schon ein bisschen älter und ich spiele das hier heute auch nicht, weil es besonders gruselig ist, sondern wie gesagt, weil ich es ausprobieren möchte. Ob das mit der Facecam klappt und habe mir deswegen dieses Spiel geholt. Was heißt geholt, runtergeladen, gibt es kostenlos, Link in der Beschreibung. Und ich würde das gerne einfach im Prinzip das hier spielen, weil ich gerne ausprobieren würde, ob es wirklich so schwer ist. Vielleicht kennt ihr Markiplier. Vielleicht kennt ihr die Videos zu Let's Play Vanish von Markiplier. Der regt sich da jedes Mal tierisch auf, weil er es nicht schafft. Und ich will jetzt mal sehen, ob das wirklich so schwer ist und werde das heute einfach mal probieren zu spielen. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Ich glaube eher nicht. Wir werden sehen. Mit dieser Facecam, ich hoffe, es funktioniert alles. Verzeiht mir, wenn in den ersten Videos mit Facecam vielleicht irgendwie das Bild der Facecam zu groß, zu klein an der falschen Stelle oder sonst was ist. Ich gebe mein Bestes, aber es ist wirklich nicht so leicht, wie man denkt. Naja, genug gelabert. Ich danke fürs Zugucken. Los geht's, wir starten Vanish. Kostenloses Indie-Game. Hat neuerdings hier diese Intro-Sequenz. Die wurde mit dem letzten Patch hinzugefügt. Ich weiß noch nicht, wie lange wir das hier spielen werden. Je nachdem. Ich habe auch nicht so viel Speicher auf der Kamera. Das heißt, ich kann da jetzt auch nicht ewig lang spielen. Ich tippe mal so eine Viertelstunde so oder so rum. So. Wir werden hier offenbar irgendwie reingeworfen. Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ist auch egal, die Story in diesem Spiel ist eher nebensächlich. Ich werde es, wie gesagt, probieren, hier lebend rauszukommen. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss Schlüssel finden und dann den Ausgang finden. Im Prinzip einfach, aber scheint sehr schwer zu sein. So, jetzt sind wir im Spiel. Wir sind gerade durchgeworfen worden, die Tür ist zu, logischerweise. Mit Dings können wir crouchen, mit crouchen vor allem, crouchen können wir. Los geht's. Shift to run. Funktioniert auch, ist ja wunderbar. Ich finde das Spiel von der Sache her, vom rein optischen und so, für ein Indie-Game eigentlich nicht schlecht. Ich finde es ganz hübsch, ich finde es auch nett gemacht, bloß ich finde es nicht so wahnsinnig gruselig. Ihr werdet gleich sehen, vielleicht kennt ihr es noch gar nicht, dann werdet ihr gleich sehen, vor was man hier Angst haben muss. Nämlich vor genau einer Kreatur, die wir hoffentlich jetzt demnächst mal sehen werden. Ich weiß es noch nicht. Hier ist ein Zettel. Den kann ich irgendwie reden. Quatsch, reden. Damn it, Hank, did you piss down here? Something smells. Tell me again why we didn't bring actual flashlights with us. These shitty glow sticks won't last long. Phil. Okay, also wir sind jetzt zu zweit hier unten. Wir sind Phil, unser Freund heißt... Ach nee, keine Ahnung, wer wir sind. Aber Phil und Hank sind jedenfalls hier unten. Und Phil beschwert sich darüber, dass er nur Glowsticks dabei hat und keine Taschenlampe. Und dass Hank sich hier wohl irgendwo erleichtert hat. Ich kann mir vorstellen, warum. Water Pumps. Zu den Wasserpumpen geht's hier. Vielleicht wurde das Spiel auch schon ein bisschen verändert. Mit diesem neuen Patch noch mehr als diese Intro-Sequenz. Kann sein, dann kenne ich es vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht wird es ja gruselig, wer weiß. Dann würde sich die Facecam schon wieder lohnen. Das Problem beim letzten Mal, als ich es probiert habe, war, dass die Dateien so groß waren, mit der ich nehme mit meiner normalen Digitalkamera auf, weil ich keine gute Webcam habe. Und das Problem war einfach, dass die Dateien so dermaßen groß waren, dass ich es nicht rendern konnte, weil mein Programm das nicht laden konnte. War zu groß. So. Quit dropping your keys, Hank. That's how we got locked down here last time. Have you checked the water pump room yet? Okay. Sie haben also ihre Dings verloren, ihre Schlüssel. Nein, es wird gar nicht gruselig. Nee, ist es auch nicht, aber. So, hier haben wir jetzt erstmal die Wahl. Wir gehen mal geradeaus weiter. Ich weiß, dass diese Geräusche hier nur fake sind. Entschuldigung, ich nehme euch jetzt natürlich auch die Illusion, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Vielleicht spielt es zuerst lieber allein, bevor ihr das hier anguckt. Weil wie gesagt, ich habe hier nicht vor, mich groß zu gruseln. Sondern das soll eigentlich bloß ein Test werden für diese Webcam. Gerade mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ah ja, fast 5 Minuten. Ist okay. Ich werde das mit der Facecam übrigens, sollte es klappen, natürlich wahrscheinlich sehr selten machen. Also, wenn wir den Whistleblower-DLC von Outlast spielen, da werde ich es dazu machen. Und da ist das Viech. Und da ist das Viech. Und da ist das Viech. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Kommt es uns denn hinterher? Nein, tut es nicht. Das ist sehr gut. Da vorne hatten wir eine Wahl. Gehen wir einfach wieder weg. Ja.
Nee, zu dem Whistleblower DLC würde ich dann, gut, dass der Pfeil in die Richtung zeigt, würde ich dann die Facecam nehmen und zu einem nächsten Horrorprojekt, das vielleicht sogar parallel zu Outlast kommt. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie es funktioniert. Der Plan hilft mir nicht. Hä? So sah es doch hier vorher nicht aus. Da können wir rein. Gute Idee. Hier passiert bestimmt nichts. Also ich muss sagen, das Gefühl ist trotzdem nicht schön, hier zu sein. Ich habe hier. Ah. Naja. Dieses geheime Horrorprojekt gibt es dann eventuell bald schon auf meinem Kanal, je nachdem, wie das mit der Facecam läuft. So viel kann ich euch verraten. Es ist ein Horrorspiel, das noch nicht so lange draußen ist. Und auf das ich mich sehr freue, weil es sehr, sehr gut sein soll. Mehr sage ich nicht. Fällt mir gar nicht hier. Ich dachte eigentlich, das wird hier eine entspannte Nummer, aber es fühlt sich jetzt doch nicht so entspannt an. Da kommen wir wieder raus. Hier können wir bestimmt reinflüchten, wenn uns das Viech mal verfolgt. Hallo? Ach, guck mal, da ist es. Da steht es an der Wand. Ich gehe trotzdem raus. Guck, das interessiert sich gar nicht für uns. Das betet da die Wand an. Was man halt so macht, ne? So. Zwei große Räume gibt es, glaube ich, hier. So einen Pumpenraum und so ein. Was ist der andere? Irgendwie so ein. Keine Ahnung, so ein Control Room oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Und in einem findet man die Schlüssel. Und im anderen gar nichts. Und irgendwo ist dann die Tür zum Rauskommen. Wir schaffen es eh nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir spielen hier einfach, würde ich sagen, bis wir zum ersten Mal sterben. Das kann auch sein, dass es hier ein arg kurzes Video wird, wenn wir jetzt demnächst sterben. Wie gesagt, es ist nur ein Test. Ich will mal, wenn das hier funktioniert, dann könnt ihr euch freuen. Dann gibt es bald richtige Let's Plays mit Facecam. Wenn nicht, dann muss ich weiter rum experimentieren und mir vielleicht am Ende doch noch eine gescheite Webcam kaufen, weil die vielleicht ein bisschen kleinere Dateien macht. Wir werden sehen. Vielleicht könnt ihr mir auch Tipps geben. Vielleicht kennt ihr euch da besser aus. Dann schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Was ist das? Keine Ahnung. Hilft mir was? Nein. Guck mal, da ist das Vieh schon wieder. Diesmal kniet es am Boden. Ja, wir lassen das da einfach mal. Das finde ich halt ein bisschen das Unspektakuläre an dem Spiel. Du siehst dieses Viech. Und du bist ihm egal. Also, ja. Was soll man machen? Kommst du uns da hinterher? Nein, natürlich nicht. Sie hat uns gar nicht gesehen. Cool. Spannend. Joa. Also, das ist Vanish. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch kostenlos runterladen und zocken. Vielleicht seid ihr ja besser wie ich, weil. Guck mal, da ist es schon wieder. Warum ist es denn jetzt. Oh, okay, so viel zu der Hypothese, dass wir da rein verschwinden können, wenn es uns mal verfolgt. Das kann auch da rein. Aber warum rennt das denn weg vor uns? Das ist doch eigentlich. Monster in einem Horrorspiel sollten einen doch verfolgen. Ach, guck mal, eine Sackgasse. Wetten, es steht jetzt hinter uns. Nö, tut's nicht mal. Ich dachte. Also ich kraxel jetzt nicht dem Viech in das Loch hinterher. Das könnt ihr euch gleich abschminken. Es ist irgendwie doch reichlich unspektakulär. Ich dachte am Anfang kurz, es wird vielleicht doch ein bisschen gruselig, aber ja, es passiert ja nichts. Ich habe auch vor mich eventuell, ich habe gerade immer so ein bisschen Blick auf meine Uhr oder auf mein Aufnahmegedöns, wie lange wir denn schon spielen, ob ich mich vielleicht dann demnächst mal killen lasse. Dann haben wir zwar nichts erreicht. Wolter, das war jetzt aber. Das muss nicht sein, ne. Guck mal, da vorne ist es schon wieder. Sollen wir? Sollen wir nicht? Ne. Noch nicht. Ja. Ich sag den Satz nochmal. Scheiß Rauch, der oder Dampf oder was das ist, das erschreckt mich immer wieder, egal in welchen Spielen. Das ist so uneinfallsreich, aber trotzdem so effektiv. Ja, also wie gesagt, man sollte ja eigentlich. Ich empfehle euch an dieser Stelle mal ganz, ganz außerordentlich die Videos von Markiplier zu Let's Play Vanish. Sind, glaube ich, mittlerweile 6, 7, 8 Stück. Ich weiß gar nicht, gestern kam ein neues raus, habe ich noch gar nicht angeguckt. Ist sehr, sehr witzig, wie er sich darüber aufregt, weil er immer wieder stirbt. So, haben wir noch einen Zettel, guck mal an. Hank, Hank, listen, I saw it, I think it was listen for me. I just charged it at me. I run, just run, don't let it hear you. Ja, guck mal, da ist er. Hallo.
Können auch mal wegrennen, dann seht ihr auch, wie das aussieht. Kommt uns nicht her. Guck mal, da kommt er. Sieht jetzt eher reichlich ungruselig aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur ein oder zwei sind. Können auch mehrere sein, keine Ahnung. Kommt es noch? Nee, kommt schon nicht mehr. Guck, es verliert auch relativ schnell. Guck mal, da kommt es sogar noch. Es verliert normalerweise relativ schnell das Interesse an einem. Ich finde es eigentlich ganz nett gemacht, so diese Fluchtsequenz. Guck mal, da ist so ein Zettel, können wir auch mal mitnehmen. Don't ever look back, don't follow the pipes, don't run, the whispers lie. Ich höre kein Whispern. Follow the pipes. Herr stand auf dem Zettel gerade nicht, don't follow the pipes, da guck. Ja, also, ich glaube, wenn man sich hier drauf einlässt, ist es vielleicht gar nicht so übel, aber ich kenne es einfach schon zu gut, als dass es mich noch schocken würde. Ich weiß was, ich lasse mich jetzt erwischen, ich habe keinen Bock mehr. Komm. Zack. Ein sauberer Genickbruck. Bruck. Bruch. So, you died. Ja, liebe Freunde, das war Let's Play Vanish. Das war die Facecam. Jetzt wisst ihr auch, was ihr euch damit angetan habt, dass ihr euch Facecam gewünscht habt. Jetzt seht ihr das hier mal. Vielleicht. Je nachdem, wie es läuft. Ich danke fürs Zugucken. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Also die Facecam jetzt, das Spiel, das könnt ihr euch sparen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wirklich mit sehen meine ich, dass wir uns, ja. Ich sehe euch zwar nicht, aber ihr mich. Und dann könnten wir vielleicht so... Vergiss es. Ja. Danke fürs Zugucken und... Bis zum nächsten Mal hier auf Slendytube beim nächsten Horrorgame oder einem normalen Spiel. Guckt vorbei. Tschüss. Bye bye.